Es war einmal ein Förster, der ging in den Wald und wollte jagen. Doch weil die Sonne gerade an diesem Tag so warm schien, setzte er sich viel lieber in das hohe Gras. Wie schön ist es heute im Wald. Hab meinen Ruhetag verdient. Wie die Vögel heute singen, als wenn es im Wald nur Nachtigalle gäbe. Doch nein, dies ist eine Amsel. Und der Specht klopft im Takt dazu. Habt ihr euch heute alle verabredet, ihr Vögelein? Wollt mir wohl ein Ständchen bringen, wie? Schön ist's im Wald. Ah, was ist das? Ist doch kein Vogelstimmchen. Schreit da nicht ein Kind? Nein, wie sollte auch? Doch, Kindergeschrei im Wald. Hallo? Hallo? Keine Antwort. Ich werde dem Schreien nachgehen. Woher kommt es? Oben vom Baum? Ja. Ein kleines Kind oben im Baum. Wie kommt es dorthin? Schrei nicht so, Kindchen. Warte, ich hole dich von dort oben herunter. So, nun hab ich dich. Leg deine Ärmchen um meinen Hals und halte dich schön fest. So ist's recht. Ja, und was mache ich nun mit dir? Hast du keine Mutter mehr? Ich nehme dich mit zu mir nach Hause. Dort ist Lenchen, mein Töchterchen. Sie wird sich freuen, wenn sie Gesellschaft bekommt. Aber ich weiß ja nicht einmal, wie du heißt. Weißt du was? Ich nenne dich Fundevogel. Erstens, weil ich dich gefunden habe. Und zweitens, weil dich sicher ein großer Vogel in den hohen Baum gebracht hat. Siehst du, so einfach ist das. So, nun komm mit mir nach Hause. Lenchen, des Försters Töchterchen, freute sich sehr, als sie Fundevogel sah. Die beiden wurden vom ersten Tage an unzertrennlich und hatten sich so lieb, dass wenn eines das andere nicht sah, es ganz traurig wurde. Weißt du, Fundevogel, ich hab dich von Herzen lieb und es macht mir Spaß, mit dir zu spielen. Ich mag dich auch sehr gern, Lenchen. Komm, holen wir unsere Schiffe, die wir gestern gebaut haben, und lassen sie im Bach schwimmen. Oh ja, komm, laufen wir dorthin. Aber sieh mal, da ist die alte Sanne, unsere Köchin. Ich mag sie nicht. Sie sieht aus wie eine alte Hexe. Warum schleppt sie nur so viel Wasser? Wofür brauchst du das viele Wasser, Sanne? Wenn du schweigen kannst, verrate ich's dir. Ich sag es niemandem. So komm hierher. Ich sag's dir so, dass es keiner hören kann. Hör zu. Morgen früh, wenn der Förster auf der Jagd ist, koche ich das Wasser. Und wenn es im Kessel siedet, hole ich Fundevogel und werfe ihn hinein. Lenchen bekam einen großen Schrecken. Und als der Förster am anderen Morgen auf die Jagd gegangen war, fragte Lenchen Fundevogel. Du, Fundevogel, wenn du mich nicht verlässt, so verlasse ich dich auch nicht. Nein, niemals, Lenchen. Also hör mir mal zu. Ich will es dir nun sagen. Die alte Sanne schleppte gestern so viel Wasser ins Haus. Und weißt du auch warum? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie möchte, sobald das Wasser kochend heiß ist, dich hineinwerfen. Ich habe ihr zwar versprochen, es niemandem zu erzählen, aber dir muss ich es sagen, weil ich dir helfen will. Jetzt müssen wir uns etwas einfallen lassen. Weißt du, was am besten ist? Wir ziehen uns an und fliehen von hier. Also gut, komm. Die Kinder machten sich so schnell es ging fertig und schlichen heimlich aus dem Haus. Als das Wasser in der Küche kochte, ging die Köchin in das Schlafzimmer der Kinder, um Fundevogel zu holen. Guten Morgen, ihr Kinder, wie geht es euch? Habt ihr gut geschlafen? Wo seid ihr denn? Habt ihr euch versteckt? Hey, wo seid ihr? Nirgendwo zu finden. Sowas. Was mache ich nun? Jetzt bekomme ich es mit der Angst. Was soll ich dem Förster sagen, wenn er zurückkommt und die Kinder sind nicht hier? Da muss ich schnell nachlaufen, dass ich sie bald wiederfinde. Nein, besser ist, wenn ich 3 Knechte nachschicke. 3 schaffen mehr als eine. Knechte, kommt mal her! Ihr müsst alle Arbeit liegen lassen und nach den beiden Kindern suchen. Die sind weg, sind nirgendwo zu finden.
Machen wir, wenn wir nur wüssten, in welche Richtung sie gelaufen sind. Sucht überall, ohne Pause. So lange, bis ihr sie findet. Die Knechte gingen los und suchten zuerst im Westen, dann im Norden, dann im Osten und dann im Süden. Dort lag der Wald, und darin saßen Lenchen und Fundevogel. Die beiden sahen die Knechte von Weitem kommen, und Lenchen fragte Fundevogel: Verlässt du mich nicht? So verlasse ich dich auch nicht. Nein, niemals. So möchte ich jetzt, dass du zum Rosenstock wirst. Und ich werde die Rose darauf. So geschah es. Und als die Knechte auch noch den ganzen Wald abgesucht hatten und keine Kinder fanden, machten sie sich auf den Heimweg. Die alte Sanne kam ihnen schon entgegen. Wieso kommt ihr ohne die beiden Kinder? So weit können sie doch nicht sein. Es tut uns leid, wir haben alles abgesucht, aber von den Kindern fehlt jede Spur. Das Einzige, was wir gesehen haben, war ein Rosenstöckchen mit einer Rose darauf. Ihr Einfaltspinsel! Ihr hättet das Rosenstöckchen entzwei schneiden sollen und das Röschen abbrechen müssen und hierher bringen. Geht sofort dorthin zurück und tut das, was ich sagte. Die Alte spinnt wohl, aber wir müssen wohl das tun, was sie uns befiehlt. Die Kinder sahen die Knechte von Weitem kommen und Lenchen sagte: Sieh mal, da kommen die Knechte schon wieder. Fundevogel, verlässt du mich nicht, so verlasse ich dich auch nicht. Nein, niemals. So möchte ich jetzt, dass du eine große Kirche wirst. Und ich werde die Krone darauf. So geschah es. Und als die Knechte an der gleichen Stelle anlangten, wo das Rosenstöckchen gestanden hatte, fanden sie stattdessen eine große Kirche vor und auf dem Kirchturm schimmerte eine goldene Krone. Die Knechte waren ganz verwirrt und sprachen: Was ist das? Jetzt steht da eine Kirche mit einer Krone auf der Kirchturmspitze. Aber das geht ja wohl schlecht. Die können wir wohl nicht mitnehmen. Und was sagen wir der alten Sanne? Wir sagen das, was wahr ist und was wir gesehen haben. So kehrten die Knechte ins Haus zurück. Im Garten wartete die alte Sanne und fragte ärgerlich: Kommt ihr wieder ohne die Kinder? Was seid ihr für ein elendes Pack? Schimpf nicht so mit uns. Aber wir haben wieder nichts gefunden. Wir hätten dir ja gern das Rosenstöckchen und das Röschen mitgebracht. Aber davon war keine Spur mehr zu sehen. Stattdessen stand dort eine große Kirche mit einer leuchtenden Krone darauf. Ihr Narren! Warum habt ihr die Kirche nicht zerbrochen und die Krone mit heimgebracht? Ist wohl besser, dass ich selbst dahin gehe. Ihr Dummköpfe, ihr! Kommt mit! Die Kinder sahen die drei Knechte und die alte Sanne schon von Weitem kommen und Lenchen fragte: Du, Fundevogel, verlässt du mich nicht? So verlasse ich dich auch nicht. Nein, niemals! So möchte ich jetzt, dass du zum Teich wirst und ich zur Ente darauf. So geschah es auch. Als die Sanne den Teich und die Ente sah, wusste sie gleich, was das bedeutete, und boshaft sagte sie: Jetzt habe ich euch endlich und dies ist euer Ende. Sie legte sich weit über das Ufer und wollte den Teich aussaufen. Aber die Ente kam schnell geschwommen, fasste sie mit ihrem Schnabel und zog sie in das tiefe Wasser hinein. Da musste die alte Hexe ertrinken. Lenchen und Fundevogel bekamen wieder ihre menschliche Gestalt und Lenchen sagte: Fundevogel, jetzt können wir froh sein und lachen. Die böse Sanne gibt's nicht mehr und wir sind frei. Komm. Gehen wir nach Hause. Der Vater wird schon auf uns warten.